Hallo liebe Battle-Mac-PilotInnen, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr mit einem Cloudflare Argo-Tunnel Self-Hosting bei euch zu Hause einrichten könnt. Das bietet sich zum Beispiel dann an, wenn ihr nur noch einen sogenannten DSL-Lite-Anschluss habt. Bei DSL-Lite handelt es sich nämlich um eine abgespeckte Variante von einem DSL-Anschluss, bei dem ihr gar nicht mehr eine richtige IPv4-Adresse bekommt. Ihr habt zwar hauptsächlich IPv6 und darüber könntet ihr auch weiterhin Dienste im Internet anbieten, die IPv4-Adresse hingegen teilt ihr euch mit ganz vielen anderen Usern, die auch bei eurem Provider einen Anschluss haben. Dadurch kannst du dann keinen NAT mehr machen, weil diese IPv4-Adresse bei deinem Provider liegt und du kannst dann kein Port Forwarding mehr bei dir auf dem Router für IPv4 einstellen. Das ist natürlich mega schlecht, denn ihr könnt dann nicht mehr ein vollwertiges Self-Hosting bei euch zu Hause nutzen. Das machen die natürlich extra, weil die IPv4-Adressen so langsam knapp werden und sie dadurch ganz viel Geld sparen. Also beim Abschluss eures DSL-Vertrags legt bitte schon Wert darauf, dass ihr einen vollwertigen DSL-Anschluss bekommt. Falls das nicht der Fall ist, habt ihr aber jetzt mit dieser Lösung, die ich euch heute vorstellen möchte, trotzdem die Möglichkeit, ein sicheres und gutes Self-Hosting einzurichten. Als allererstes benötigen wir dazu aber eine eigene Domain und die kannst du ganz einfach registrieren. Da gibt es verschiedene Anbieter. Ich habe mich jetzt mal für IONOS entschieden, weil die ganz günstig sind. Und da findest du hier auf IONOS die Möglichkeit, Domains zu registrieren. Da kannst du dann hier eine Wunschadresse angeben. Ich empfehle dir so eine exotische Domain, die sind meistens recht günstig. Also schaust du mal hier, linuxcloud.icu zum Beispiel. Das wäre jetzt so eine exotische Domainendung. Und wichtig ist, guckt, hier sagt er immer, ja, nur 0,09 Euro im Monat. Das gilt aber nur für die ersten 12 Monate. Wichtig ist, was hier steht, danach. Danach kommt nämlich der Preis zum Tragen, also 0,91 Euro im Monat. Diese ICU-Domain ist damit immer noch richtig günstig, denn ihr zahlt dann nachher nicht mal 12 Euro im Jahr dafür. Wenn ihr jetzt mal schaut, hier gibt es zum Beispiel welche, die sind mit 0,07 Euro hier am Anfang ganz günstig, kosten dann aber nachher 2,72 Euro im Monat oder hier 5,43 Euro im Monat. Also wählt eine günstige Domain, wie zum Beispiel diese ICU-Domain. Ich habe das jetzt hier schon mal vorbereitet, ich habe meine Domain registriert. Meine Domain heißt jetzt bei mir tuxwiss.xyz, das wäre die hier und die kann ich dann hier unter Domains verwalten. Wichtig ist, dass wir nachher hier diesen Punkt Name Server finden. Da ist jetzt meine Domain. Jetzt kann ich hier in Cloudflare einen Account erstellen und mich dort dann anmelden. Der sieht dann erstmal noch recht leer aus und ich muss dann hier über den Punkt AddSite meine Domain hier in Cloudflare hinzufügen. Hier sage ich jetzt tuxwiss.xyz. Continue. Jetzt sage ich hier, welchen Plan ich möchte, das scrolle ich ganz runter und wähle hier diesen Free-Plan, der kostet euch nichts. Jetzt müssen wir die DNS-Server entsprechend anpassen. Das ist noch ein ganz wichtiger Schritt und wir müssen hier, das sagt er hier, Update Your Name Servers, die müssen wir jetzt hier bei unserer DNS-Verwaltung entsprechend einrichten. Dazu sage ich jetzt hier Name Server. Und sagt dann hier personalisierte Name Server verwenden. Und hier kann ich jetzt diese Name Server auch hier schon reinpasten. Das wären jetzt zwei Name Server. Ich packe euch das Ganze wie üblich auch immer in so ein Cheat Sheet rein. Dann habt ihr die Möglichkeit nachher das entsprechend auch nochmal nachzulesen. Sobald diese Name Server also hier eingetragen wurden, dann dauert es einen Moment, denn er muss jetzt erstmal verifizieren, dass die Name-Server auch wirklich übernommen werden können. Also wartet da wirklich ein bisschen, das kann bis zu einer Stunde dauern. Ich überspringe das jetzt hier mal und melde mich dann gleich bei euch wieder. Er ist jetzt hier immer noch nicht ganz fertig, aber wir können jetzt hier schon mal diese Recommendations durchgehen, die er uns hier empfiehlt. Quick Start Guide Review Settings. Improve Security, Automatic HTTPS Rewrites, das möchten wir. Wir möchten, dass unsere Anfragen automatisch
auf HTTPS umgeschrieben werden und damit auch mit SSL verschlüsselt sein. Da sage ich hier also safe. Always use HTTPS. Da sage ich auch, ja, das möchte ich gerne. Ich möchte, dass alle Anfragen verschlüsselt erfolgen und sage hier also auch safe. Hier kann ich jetzt dann noch auf Finish klicken. Jetzt können wir hier nochmal schauen, also bei meiner Domain-Verwaltung, da sind die Name-Server ja bereits richtig eingetragen. Hier sind diese zwei Name-Server, die ihr jetzt erwartet von Cloudflare, die habe ich beide hinzugefügt. Das kann ich jetzt auch prüfen mit dem DIC-Befehl auf der Kommandozeile und das zeige ich euch jetzt auch gerade mal, wie das geht. Hier habe ich das schon mal vorbereitet, also das ist der Befehl DIC, das ist ein DNS-Lookup-Utility und hier gebe ich dann mit @ den Name-Server an, den ich abfragen möchte. Da gäbe es zum Beispiel 9.9.9.9, das ist ein öffentlicher Name-Server, der wird von Quad9 betrieben und kann gratis genutzt werden, ich nutze den zum Teil auch. Hier sage ich jetzt noch plus short, dass mir das Ergebnis in Kurzform dargestellt wird. Und dann möchte ich nur den Typ NS abfragen. NS steht dabei für Name Server. Es gibt da verschiedene Query Types, zum Beispiel MX für Mail Exchanger, also deine Mail Server. Und NS wäre jetzt der Name Server, der auf dieser Domain hinterlegt ist. Und dann natürlich den Domainnamen, in meinem Fall tuxvis.xyz. Das schicke ich jetzt mal ab. Und hier sehe ich jetzt auch schon, also der Name-Server von Quad9, der sagt mir jetzt hier auch schon, aha, das sind die beiden Cloudflare DNS-Einträge, die ich hier hinterlegt habe. Also er erkennt das schon und damit sollte tatsächlich dann Cloudflare selber auch in der Lage sein, in Kürze hier diese Domain verwalten zu können. Jetzt ist es aber so, dass zum Beispiel bei IONOS standardmäßig schon mal ganz viele DNS-Records erstellt werden und die müssen wir, sobald das dann hier in der Verwaltung ist, alle erstmal löschen, denn sonst können wir nachher diesen Tunnel, den wir ja verwenden wollen, gar nicht erst einrichten. Also die Domain ist jetzt hier als active gekennzeichnet und damit kann ich schon hier mit der Bearbeitung beginnen. Wichtig ist, dass du hier als allererstes mal unter DNS-Records schaust, ob da keine A-Records oder Quadruple A für IPv6-Records hier bereits bestehen. Denn was er macht ist, er prüft beim Übernehmen der Domain von IONOS, ob da bereits DNS-Einträge gesetzt sind und falls ja, dann übernimmt er die einfach, damit das reibungslos weiterläuft bei deinem bisherigen Provider. Aber wir wollen das ja jetzt selber nutzen, das heißt, wir müssen zumindest die A-Records und die Quadruple-A-Records für die Domain und für www.meine-domain entfernen. Du kannst hier natürlich die MX-Records, falls du möchtest, und die SPF-Einträge und Autodiscover und so weiter, die könntest du bestehen lassen. Und dann könntest du auch bei IONOS weiterhin auch auf diese Domain E-Mail-Adressen einrichten. Das finde ich jetzt noch eine ganz sinnvolle Kombination. Ich habe das bei mir jetzt hier nicht gemacht. Ich habe also alle DNS-Records entfernt, denn ich möchte diese Domain komplett unter meiner Kontrolle haben. Für den Aufbau des Tunnels benötigen wir jetzt als nächstes eine App, die heißt Cloudflare und die findest du hier auf GitHub. Ich habe euch wie immer das Repository natürlich auch hier in dem Cheat Sheet mit verlinkt. Wenn ihr auf unsere Spacefunk Community geht, das könnt ihr hier über Spacefunk Telegram, dann findet ihr dort auch das Cheat Sheet mit all diesen wichtigen Informationen, die ich dir hier auch erkläre. Also ich bin jetzt hier auf dieser GitHub-Seite und da findest du die Releases und wählst das aktuelle Release für deine Plattform aus. Du siehst, es gibt hier zum Teil auch Debian oder RPM-Pakete, die sind allerdings für eine andere Plattform. Da musst du dann das Richtige finden. Ich wähle jetzt hier allerdings das Binary. Das Binary heißt Cloudflare-Linux-AMD64 und das hat den Vorteil, dass es sich automatisch selbst aktualisiert. Das ist beim Debian-Paket leider nicht der Fall. Ich wähle also hier das Binary, klicke auf Download und finde das dann hier in meinem Downloads-Ordner. Wenn das der Fall ist, dann kopiere ich mir das hier raus und packe das bei mir in den persönlichen Ordner, in einen Ordner Bin und kann das dann dort auch immer wieder ausführen. Dazu, damit ich das auch jeweils in der Bash wiederfinde, kann ich die sogenannte Parse-Variable hier erweitern. Ich kann jetzt mal hier echo $parse eingeben und da seht ihr die aktuelle Parse-Variable. Parse
In diesen Ordnern, da findet ihr all diese Befehle drin, die automatisch ohne Angabe dieses kompletten Pfades aufgerufen werden können. Also wenn du jetzt mal guckst, ls-al/user/bin, diese ganzen Dinger kannst du jetzt überall, egal wo du bist in der Shell, einfach aufrufen. Zum Beispiel zip kann ich von jedem beliebigen Ort in der Shell aufrufen. Das geht nur mit Befehlen, die in dieser sogenannten Parse-Variable enthalten sind. Du hast ja jetzt gesehen, dass das bin-Verzeichnis in meinem Home noch nicht in dieser Parse-Variable drin ist. Das können wir aber ändern, indem wir hier diese Parse-Variable erweitern. Dazu kann ich mir hier in die bashrc, das ist die Datei, die beim Login ausgeführt wird, also gesourced wird, da kann ich das noch hinzufügen. Sag jetzt also nano-tilde/.bashrc, scroll da ganz ans Ende und füge dann hier entsprechend diese Zeilen hinzu. Dabei handelt es sich um eine Vorschleife, die schaut, ob in deinem Home-Verzeichnis ein .bin-Verzeichnis oder ein bin-Verzeichnis existiert. Und falls ja, falls dieses Verzeichnis existiert, dann erweitert er diese Pfadvariable um dieses bin dir. Ich sage jetzt hier also Ctrl-O, Enter und Ctrl-X beenden. Jetzt kann ich die wieder neu sourcen. Ich könnte jetzt einmal eine neue Shell starten oder ich sage source.bashrc und habe das dann schon drin. Jetzt kann ich nochmal echo $parse eingeben und sehe jetzt hier, er hat gefunden, es gibt Home Astronaut bin. Also das hat er direkt zum Pfad hinzugefügt. Das ist schon mal super. Jetzt kann ich in bin gehen. Das ist natürlich jetzt noch nicht ausführbar. Ich mache jetzt chmod plus x und Cloudflare Linux AMD 64 und schon ist das Ganze auch ausführbar. Jetzt geht es an die eigentliche Einrichtung des Tunnels und dazu musst du dich erstmal anmelden. Das kannst du halt hier mit diesem Befehl Cloudflare. Ich könnte jetzt auch noch einen Link machen, ln-s Cloudflare. Das ist ein symbolischer Link. Cloudflare-Linux-AMD64 nach Cloudflare. Und dann kann ich einfach Cloudflare ausführen und muss nicht jedes Mal diesen langen Cloudflare-Linux-AMD64 eingeben. Ich sage jetzt also Cloudflare-Tunnel-Login. Jetzt öffnet sich der Browser und jetzt kann ich hier diese Domain entsprechend hier zuordnen. Authorize Tunnel für TuxWiz-XYZ, da steht jetzt natürlich deine Domain. Ich sage jetzt hier Authorize und damit ist der Tunnel dann entsprechend auch schon autorisiert. Dieses Fenster kann ich jetzt hier auch schon schließen. Als nächstes kann ich jetzt diesen Tunnel erstellen und zwar mit dem Befehl Cloudflare Tunnel Create Mein Domain Tunnel. Das füge ich jetzt hier mal ein. Das Mein Domain Tunnel musst du natürlich an deine Domain anpassen. In meinem Fall wäre das jetzt zum Beispiel Cloudflare Tunnel Create TuxWiz Tunnel. Damit habe ich jetzt einen Tunnel erstellt und er zeigt mir hier auch eine UUID an, die wir jetzt im Folgenden weiter benötigen. Die kopierst du dir am besten raus, denn die benötigen wir jetzt gleich in den kommenden Befehlen. Jetzt kopiere ich mir das Zertifikat, was er beim Login erstellt hat, in diese UUID, damit wir klar wissen, wie die zugeordnet ist. Also hier sage ich copy $home.cloudflare.cert.pem nach $home.cloudflare und dann diese UUID.pem. Also meine Tunnel-ID ersetze ich jetzt jeweils hier mit dieser UUID. Das habe ich jetzt gemacht. Im Ordner.cloudflare finde ich jetzt also dieses JSON-File, das hat er eben erstellt bei dem Befehl Cloudflare Tunnel Create und dieses gleichnamige PEM-File. Das ist die Voraussetzung, um diesen Tunnel jetzt auch zu starten, also aufzubauen und systemweit zu aktivieren. Das machen wir jetzt hier als nächstes. Dazu erstelle ich jetzt erstmal ein Verzeichnis in etc und zwar sudo mkdir-p etc cloudflare und erstelle dort dann eine zentrale Konfigurationsdatei. Dazu gebe ich den Befehl sudo nano etc cloudflare config.yaml ein und kann dann hier den Inhalt hier aus meinem Cheat Sheet reinkopieren. Das paste ich hier mal rein. Als Tunnel gebe ich jetzt hier wieder an, mein Domain-Tunnel, also TuxWiz-Tunnel. Und hier diese Daten zum Credentials-File und OrigZertPass muss ich natürlich entsprechend anpassen. Mein Benutzer hier auf meinem System heißt jetzt Astronaut. Und in dem Ordner.cloudflare gibt es halt dieses JSON-File. Und hier unten auch Astronaut. Und jetzt muss ich natürlich diese Tunnel-ID entsprechend ersetzen durch das, was wir vorher angezeigt bekommen haben. Da gehe ich jetzt mal her und sage jetzt hier überall, wo meine Tunnel-ID drin steht,
Da kommt jetzt diese UUID rein. Und dann können wir hier unten mit der Domain-Konfiguration fortfahren. Ich möchte jetzt hier einen Hostnamen definieren. Das wäre jetzt natürlich tuxwiss.xyz. Das entspricht deiner Domain. tuxwiss.xyz. Und das wird weitergeleitet auf Localhost Port 80. Da muss ich dann natürlich mein Self-Hosting auf dem Localhost Port 80 laufen lassen. Und hier gebe ich jetzt hier auch noch www.tuxwiss.yz ein. Dann haben wir beides auch schon abgefahren. .xyz. Jetzt sage ich Ctrl oder Steuerung O, Ctrl X und damit ist diese Datei auch schon geschrieben. Jetzt müssen wir noch die DNS-Route einstellen und das erfolgt mit Cloudflare Tunnel Route DNS, mein Domain-Tunnel nach meinedomain.dld. Das können wir hier mal eingeben und zwar muss ich da natürlich auch wieder mein Domain-Tunnel durch tuxwiss-Tunnel ersetzen. tuxwiss-Tunnel. Und meine Domain wäre jetzt tuxwiss.xyz. tuxwiss.xyz. Jetzt wird diese Route, also da wird jetzt ein CNAME, tuxwiss.xyz, der routet den jetzt auf meinen Tunnel. Das hat er jetzt hier in dem Fall auch schon sauber erstellt. Das gleiche mache ich jetzt auch noch für www.tuxwiss.xyz und gebe das hier entsprechend ein. Auf den gleichen Tunnel route ich jetzt auch www. Jetzt möchten wir natürlich noch, dass das Ganze beim Systemstart auch aktiviert wird und dazu kann ich hier diesen Befehl Cloudflare Service Install verwenden. Ich kopiere mir den mal. Also sudo $home bin Cloudflare, da muss ich den Pfad jetzt wieder komplett angeben, denn im Root-Kontext ist die Pfaderweiterung, die wir vorhin gemacht haben, natürlich nicht bekannt. Ich sage jetzt hier also sudo $home bin Cloudflare Service Install. Und schon ist dieser systemd-Dienst hier bereits installiert. Damit wir jetzt diesen Service auch starten können, muss natürlich auch irgendwas auf Port 80 lauschen, irgendein Webserver oder deine Cloud. Dazu kannst du zum Beispiel den Nextcloud mit Snap installieren, schau dir dazu unbedingt auch mal ein Video an, oder auch einfach einen einfachen Webserver. Ich installiere jetzt mal hier für das Demo einen Apache-Webserver, dazu gebe ich sudo apt-install Apache 2 ein und dabei wird dann schon mein Webserver hier im Hintergrund installiert. Da muss ich meine Konfiguration natürlich noch ein bisschen anpassen, damit er auch tatsächlich dann auch auf diesen Servernamen lauscht und da gebe ich hier in dieser Datei, in der Default-Konfigurationsdatei, einfach mal als Servername tuxwiss.xyz ein und dann kann ich hier zum Beispiel noch einen Server alias www.tuxwiss.xyz. Sag hier Ctrl-O und Ctrl-X und damit ist diese Konfiguration auch schon gespeichert. Jetzt kann ich den Service noch neu starten, also den Webserver. Sudo systemctl restart Apache 2. Und jetzt sollte auch hier auf Localhost bereits mein Webserver lauschen. Den möchte ich jetzt natürlich über meinen Tunnel erreichbar machen und dazu starte ich jetzt hier diesen Cloudflare Service, den wir vorhin eingerichtet haben. Sudo systemctl start Cloudflare. Da kann ich jetzt auch noch einen Status drauf machen, Status, und kann jetzt hier sehen, ah, das sieht ganz gut aus. Jetzt schauen wir doch mal, ob auf meiner Domain tuxwiss.xyz auch schon meine Webseite kommt. Und siehe da, das ist meine Webseite, die ist verschlüsselt, die läuft hier in meinem Self-Hosting direkt auf dieser Maschine. Ich kann auch mal www davor eingeben, dann schauen wir mal, das geht also auch. Also hier hast du die Möglichkeit, ohne großen Aufwand einen sicheren Tunnel einzurichten. Du musst noch nicht mal irgendwas an deinem Router konfigurieren. Du kannst gerade loslegen und hast dein Self-Hosting so ganz einfach im Internet verfügbar gemacht. Falls du Fragen zur Einrichtung hast, komme in unsere Telegram-Community. Einfach hier auf spacefun.ch Telegram klicken und schon bist du drin. Und wir helfen dir gerne weiter. Dort findest du auch das Cheat Sheet, also all diese Befehle, die ich hier genannt habe, wieder und kannst es für dich nach und nach nachbauen. Ich bin gespannt auf deine Erfahrung und freue mich auf dein Feedback auch in den Kommentaren. Bis bald. Tschüss.